Hallo ihr lieben Fische, ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu eurem Reading zum Juli, die energetischen Tendenzen bei Kings and Queens Tarot. Herzlich willkommen zurück alle Abonnenten. Ja? Vielen Dank für eure Abos, für eure Kommentare und eure Likes. Vielen Dank. Herzlich willkommen auch alle, die neu sind beim Kanal. Kleine Vorab-Info für euch, es sind nicht immer alle Energien angezeigt für alle Menschen, die zuschauen, ja. Von daher, wenn du das Gefühl hast, dass dieses Reading nicht mit dir schwingt, schau dir doch einfach eins der anderen Videos an mit deinem Aszendenten, deinem Mond oder deiner Venus und vielleicht findest du da Botschaften für dich, für diesen Monat. Ansonsten mache ich hier eine Grundauslegung und da gucke ich dann gleich nochmal mit Klärungskarten drauf und gehe ein bisschen ins Detail. Ja, hier kommt schon einiges raus. Wir haben die Herrscherin, das Gericht, den Magier, die 9 der Kelche, die 10 der Kelche, 2 der Münzen und 3 der Münzen, 5 der Schwerter. Und dann legen wir noch Karten, bei euch kommen die wirklich rausgehüpft hier. Ja. Okay. Gut. Ja. Also wie gesagt, hier fängt es an mit der Karte die Herrscherin. Die Stierkarte, die Karte der Liebe, auch die Karte der inneren Stärke. Also das kann in diesem Monat durchaus ein Thema sein. Ach so, das ist die Herrscherin Mitte. Und 4 der Münzen haben wir hier. Also hier kann es durchaus um Sicherheiten gehen, ja. Es geht so ein bisschen darum, ja, um Stabilität, ja, mit diesen beiden Karten, Herrscherin und 4 der Münzen. Und zwar im finanziellen Bereich als auch im emotionalen Bereich, ja. Also das kann für einige gilt es hier eben im Beruflichen, für andere im Privaten. Die 4 der Münzen ist eine Karte, die anzeigt, dass man so ein bisschen an dem festhält, an der Sicherheit auch festhält, ja. Nicht so risikofreudig ist. Mir scheint es aber, dass das hier jetzt zu einem Abschluss kommt im Juli und ihr euch hier durchaus auf was Neues einlasst, ja. Und hier ist dann tatsächlich auch ein Neubeginn angezeigt mit dem Narr. Und hier mit dem Eremit haben wir eine Jungfrau-Karte. Also hier kann durchaus für einige es sich auch um eine Trennung handeln, ja. Eine Trennung von jemandem, was ihr schon ein bisschen rausgezögert hat. Es kann durchaus sein, dass ihr auch lange an einem Job festgehalten habt, aber durchaus eben auch an einer Person, an einer häuslichen Situation. Aber ja, hier macht ihr euch eben auf den Weg in neue Gebiete, ja. Wir schauen dann auch mal hier gleich auf das Gericht. Das Gericht kann durchaus eine Weckrufkarte sein. Ja, auch eine Karte, die anzeigt, dass jetzt ein guter Zeitpunkt ist. Gerade wenn hier Veränderungen anstehen, die man ein bisschen vor sich hergeschoben hat, dann kann das Gericht durchaus anzeigen, dass es durchaus gut ist, sich jetzt auf diese Veränderungen auch einzulassen. Was ist das Gericht? Ja, noch ein großer Arkana, der Gehängte, ja, hier ist ein Perspektivwechsel von euch angefragt, ja, also, ja, hier ist, kann durchaus was passiert sein in der näheren Vergangenheit, ja, was euch wirklich ein bisschen aufgeweckt hat und aufgescheucht hat, der Gehängte auch aus eurer Energie hier, Fischkarte, ja. Und ja, ihr seid hier in einem tiefen Transformationsprozess auch innerlich durchaus, ja, der dann sich natürlich dementsprechend auf eure Lebenssituationen auswirken kann. Wie gesagt, im Beruflichen, aber auch im Privaten. Und mit dem Magier geht es hier auch um Manifestation. Der Magier ist die Manifestationskarte.
Der zeigt, dass ihr jetzt einiges wirklich in die Realität umsetzen wollt, was ihr, wie gesagt, hier vielleicht auch ein bisschen vor euch hergeschoben habt in der Vergangenheit, ja. Und auch hier gucken wir mal drauf. Was ist der Magier bitte? Wir haben da einen neuen der Stäbe, da lege ich noch eine Karte drauf. Was ist bitte der Magier? Und 3 der Münzen. Ja, ihr habt euch hier schon gesträubt vor dieser Veränderung mit der 9 der Stäbe, ja. Das ist eine Karte, die zeigt, ja, durchaus an, dass man ein bisschen Widerstand gegen was leistet oder geleistet hat. Aber auch durchaus eine Karte, die anzeigt, gerade hier nochmal mit dem Gehängten neben dran, dass man jetzt schon auch bereit ist, einige Dinge sich wirklich anzuschauen und nicht mehr die Augen davor zu verschließen. Ja? Und hier geht es auch darum, mit diesem Perspektivwechsel, der hier angezeigt ist, mit dieser neuen Bereitschaft, die hier auch in der Entwicklung steht, jetzt langfristig eine Veränderung einzuleiten, die eben sich ja, stabil weiterentwickeln kann, auf einem stabilen Fundament steht. Ja. Auch hier, es gilt beides für berufliche Veränderungen, aber auch private Veränderungen. Und dann kommt eben hier diese Wunscherfüllungskarte, die 9 der Kelche. Ja, also dieser Perspektivwechsel, der war ganz, ganz wichtig für euch oder ist ganz, ganz wichtig für euch, denn er bringt euch hier euren Zielen ein ganzes Stück näher. Ja, wir können durchaus eben auch alte Träume wieder zurückkommen, ja, alte Ziele, die man hatte, die man, wie gesagt, aus verschiedenen Gründen, hier sind ja Geschichten und Stories von verschiedenen Menschen angezeigt. Es können berufliche ja, Entwicklungswünsche sein, die hier nochmal hochkommen. Ja, Berufe, die man sich vorher nicht getraut hat auszuüben oder Projekte, Ideen, die man hatte, die aus irgendwelchen Gründen hier bisher nicht stattgefunden haben, die können jetzt durchaus wieder zurückkommen. Auch im privaten Bereich, im romantischen Bereich kann hier jemand zurückkommen zu euch, der euch wirklich emotional erfüllt und auch eure Wünsche hier erfüllt, ja. Und dann haben wir ja gleich im Anschluss noch die 10 der Kelche. Das ist die absolute Wunscherfüllungskarte, die Karte der Familie, auch der Partnerschaft, ja, wo man sich wirklich glücklich fühlt, aufgehoben fühlt, in der Gemeinschaft auch fühlt. Das ist die 10 der Kelche. Ja, also es geht ja schon um Partnerschaft. Wie gesagt, auf verschiedenen Ebenen, materiell, aber auch romantisch. Und ja, hier kommt jemand zurück, der euch sehr glücklich macht. Ja? Also entweder eine Situation, eine Perspektive, ein Projekt, ein Traum, aber durchaus auch ganz konkret eine Person, mit der ihr eine sehr, sehr stabile Partnerschaft hier eingehen könnt, die für beide Partner oder beide Parteien sehr vielversprechend sind, sehr gewinnbringend sind. Ja. Dann haben wir hier die 2 der Münzen. Manchmal eine Entscheidungskarte, aber in diesem Blatt würde ich das jetzt eher so lesen, dass hier auch einfach sehr viel auf euch zukommt, mit dem ihr jetzt zu tun habt. Ja. Das können Umzüge sein, die jetzt anstehen. Es kann sein, dass ihr wirklich die Stadt wechselt oder in ein anderes Land geht. Gerade bei beruflichen Veränderungen auch ist einfach sehr, sehr viel zu tun. Im privaten Bereich kann es hier auch darum gehen, ja, verschiedene Familienmitglieder und die ganzen Aufgaben. Gerade wenn man jemanden neu kennengelernt hat oder jemanden in sein Leben zurückkommt, ja, das alles so unter einen Hut zu packen, und es zeigt einfach an, dass hier ja viel zu tun ist und viel los ist in seinem Leben. Und dann haben wir hier nochmal die 3 der Münzen, die wir hier oben auch schon hatten.
Also hier kommt wirklich Stabilität in euer Leben und ihr arbeitet hier wirklich hart dran, auch eure Ziele zu erreichen. Ich lege darauf mal jetzt Klärungskarten. Das ist die 3 der Münzen. Ja, also ihr wollt hier euer Leben auf jeden Fall wieder in die Hand nehmen, das Schicksalsrad weiter drehen und ihr habt hier auch auf jeden Fall die Kraft dazu, das zu tun. Ja? Also hier so alte Sorgen, alte Probleme, die euch hier vielleicht noch ein bisschen blockiert haben, lasst ihr jetzt dann auch zurück und arbeitet hier wirklich sehr hart an einer vielversprechenden neuen Zukunft mit einem neuen Partner oder mit jemandem, der zurückkommt in euer Leben. Das hier könnte auch durchaus für einige ein Löwezeichen sein. Aber auch beruflich kann es durchaus neue Partnerschaften geben oder alte Partner kommen zurück oder ihr geht auch zurück in eine alte Firma, ähnliche Sachen. Ja. Und es ist anstrengend, aber gut, in einer guten Form anstrengend und ihr habt hier auch auf jeden Fall die Kraft, das gut für euch zu erledigen. So, dann haben wir aber hier jetzt die 5 der Schwerter. Die Karte des Streits und der Auseinandersetzung. Das ist die 5 der Schwerter, bitte. Ja. Aber es kann ja Widerstand kommen gegen diese Entwicklung. Dieser Widerstand muss nicht unbedingt hier mit den Personen zu tun haben, die hier zurückkommen in euer Leben. Dieser Widerstand sieht mir so aus, als käme der von einer dritten Partei, einer dritten Person, jemanden, der noch außerhalb steht von dieser Verbindung. Und der hier sich entweder angegriffen fühlt, weil ihr hier eine neue Verbindung eingeht, oder aber auch euch angreift. Ja? Aber es kann durchaus jemand sein, der sich wirklich verletzt fühlt und sich hier im Kalten stehen gelassen fühlt. Ja? Für manche ist das im familiären Bereich jemand, ja? Oder engerer Freundeskreis kann ja durchaus auch mit reinspielen. Und das stützt euch hier erstmal ein bisschen in den Zweifel, weil ihr nicht richtig wisst, wie ihr euch darauf verhalten sollt, damit umgehen sollt, ja, mit diesem Konflikt. Dann haben wir hier den Ritter der Schwerter. Hier es sind Gespräche aber angesagt. Klärung auf jeden Fall. Der Ritter der Schwerter hat natürlich auch schon eine sehr hitzige Energie durchaus manchmal. Also ja, hier sollte man schon auch gucken, dass man möglichst diplomatisch bleibt und versucht, diesen Konflikt möglichst diplomatisch zu regeln. Was bitte ist der Ritter der Schwerter? Der Magier. Die Liebenden. Für manche ist hier ein Zwilling involviert, ja, mit dem Magier und die Liebenden, beides Zwillingskarten. Aber hier ist auch die Aufforderung, stark zu bleiben in der Manifestation und in diesem Manifestationswunsch, den ihr auch habt, ja, hier, der hier oben auch schon angezeigt ist. Mit den Liebenden ist auch durchaus eine Entscheidung einfach zu treffen und ihr könnt die auch treffen aufgrund dieser Gespräche, die hier geführt werden. Wie gesagt, die können in verschiedenen Ebenen von Streit bis einfach auch nur Klärungsgesprächen ablaufen. Wie gesagt, also es wäre schön, wenn ihr das versucht, diplomatisch zu lösen. Und da, wo ihr zuvor noch im Zweifel wart hier, da kommt ihr aber jetzt auch in eine innere Stärke und in eine innere Zuversicht und könnt hier auch wirklich Entscheidungen treffen, die für euch günstig sind, ja, die euren Wünschen auch entsprechen.
Dann haben wir hier die letzte Karte, die 4 der Kelche. Hier lege ich auch erstmal Klärungskarten drauf, bevor ich dazu was sage. Der Wagen. Ja, also das kann durchaus sein, dass es nicht für alle möglich ist, das hier friedlich zu lösen, diesen Konflikt. Ja, es kann jemand sein, dass sich hier jemand wirklich auf stur stellt und hier auf dieses Vermittlungsangebot, Erklärung, Entschuldigung und so, solche Gespräche sich hier nicht einlassen möchte und es hier eben nicht so friedlich abläuft. Ja, und dann ist hier der Wagen, das ist schon hier eine Durchsetzungskarte, ja. Ich würde schon sagen, bleibt hier stark, bleibt an euren Träumen und Wünschen und Zielen dran, auch an den Gelegenheiten, die sich jetzt hier ergeben, auch wenn hier jemand in eurem Umfeld ist, der damit nicht klarkommt, ja, und euch hier möglicherweise in einen inneren Konflikt noch so ein bisschen stürzt, ja. Aber ja, bleibt da dran, ja. Hier ist durchaus Energie angezeigt für euch. Also ihr seid hier energetisch einfach sehr stark, ja. Für andere ist hier mit der 4 der Münzen, der Kelche ein bisschen angezeigt, dass sie vielleicht selber den Mut verlieren, ja, dieses Angebot, das sich hier auftut, diese Möglichkeiten, die es hier auftun in diesem Monat, die nicht anzunehmen, weil hier jemand dagegen opponiert, ja. Dann sind hier mit den 5 der Stäben ist angezeigt, dass ihr auch wirklich verschiedene Möglichkeiten habt, euch zu entscheiden. Und der Wagen ist auch durchaus eben eine Entscheidungskarte. Man hat verschiedene Möglichkeiten, zwischen denen man wählen kann. Das ist eben auch die Karte des freien Willens. Ja? Also es bleibt so ein bisschen hier auf euch überlassen, wie ihr euch hier entscheiden wollt, zwischen welchen Möglichkeiten ihr euch entscheiden wollt. Und hier kommt dann aber auch relativ schnell einfach eine Entwicklung für euch, ja. Also diese Entscheidung, die wird sich nicht lange hinziehen, ne? Die kommt ziemlich schnell, die ihr dann trefft. Ja, also geht hier für verschiedene Menschen und diese verschiedenen Situationen unterschiedlich aus, ja. Also das bleibt euch überlassen. Auf welcher Ebene und inwieweit ihr euch auf diese Veränderungen einlasst, die hier angezeigt sind. Ich denke schon, es lohnt sich, ja, diplomatisch zu bleiben, aber auch für die meisten wird es sich durchaus auch lohnen, sich schon hier auf die eigenen Wünsche und auf den eigenen Willen zu konzentrieren, ja. Das wird nicht für alle so sein. Also der Ausgang hier, der zeigt einfach an, dass hier das für verschiedene Menschen sich unterschiedlich entwickeln wird. Ja, ihr Lieben, aber wie gesagt, also hier ist Glück für euch möglich. Gute, stabile Weiterentwicklung für die Zukunft ist möglich. Es ist euch überlassen, wie ihr das angeht, ja. Ich hoffe, es war aber trotzdem, waren einige Anregungen für euch mit dabei. Ja, ich wünsche euch ganz viel Glück in diesem Monat. Schön, dass ihr mit dabei wart. Ich sage Namaste. Bis dahin, lasst es euch gut gehen.